Das ist doch hier wie in Diablo aufgebaut, oder? So ganz, egal welchen Weg ich jetzt nehme, ganz zum Schluss ist es der richtige. So. Extrem spannend eigentlich. Du Chest. Na. Schon wieder in der Lampe sitzt offen. Okay, das ist einfach nur Beute. Oh, wir kriegen immer mehr Kohle. Wow, okay, danke dafür. Maxi! Steinkreis andenken finde ich jetzt auch faszinierend. Ja? Heil. Und ein Haufen Schotter immer. Das ist, also ich bin, kann mich jetzt über das Level bisher noch nicht so beschweren. Ja, damit sind wir einmal im Kreis gegangen. Danke dafür. Das ist doch scheiße sowas. Entschuldigung. Eigentlich wird es mal wieder Zeit für ein Lied. Ich mag Lieder in diesem Spiel. Die mit den Stöckchen, die sind immer so ein bisschen zäher, ne? Ein bisschen mehr auf den Kisten anscheinend. Aber wenn die geballte Bardenarmee über sie herfällt, gibt es kein Ende. Du bist ein bisschen besser hin. Meine Hilfe. Ja, du selbst. Weg. Trotzdem nochmal hier hochgucken, weil vielleicht ist da noch eine Chest oder sowas. Man kann sich halt in diesem Spiel durch Zufall halt Waffen und sowas aneignen. Da gibt's halt. Für jede Waffe gibt's so eine gewisse, nennen wir es mal, Ausrüstungsstufe. Das wäre halt schon cool, wenn wir die so die besten der möglichen Ausrüstungsgegenstände irgendwie zusammenbekämen. Oder auch nicht. Hätte ja sein können.
Okay, hier waren wir schon. Hier drüben. Hier sind wir jetzt aber nicht hergekommen, oder? Ich stehe euch. Ach Gott, der Controller macht mich wahnsinnig. So, lassen wir ihn kurz ruhen. Er kommt schon wieder. Ich bin da. Zuversichtlich. Ich bin da sehr zuversichtlich. Das ist echt. Ich glaube, ich brauche einen Controller. Also, wer zu viel Geld hat? Wer zu viel Geld hat? Ich könnte einen Controller brauchen, glaube ich. Ich frage mich aber wieso. Also ich meine, es kann jetzt schon sein, dass es irgendwie mit diesem Update zusammenhängt, aber das wäre ja echt kacke. Und ich habe schon geguckt, für den Controller gibt es im Moment kein Update. Also zumindest keine aktuellere Firmware oder so. Ich habe jetzt mal den Controller zur Seite gelegt. Jetzt ist natürlich ein bisschen, ja, meine Sicht hier so ein bisschen nach unten und so. Aber ich hoffe, das geht trotzdem für euch in Ordnung. Schaut euch das Spiel an, genießt es soweit. Ich werde mich später mal um dieses Controller-Problem kümmern. Jetzt habt ihr natürlich diese ganzen Anzeigen hier so mit drin. Ich hoffe, hier ging das trotzdem irgendwie hin. Richtung schießen. So. Also es geht schon auch zum Steuern, ne? Das ist jetzt nicht so, aber das hat diese ganzen Bedienelemente hier mit drin und das ist irgendwie ja lästig einfach. Mit dem Controller wäre es so ein Stückchen schicker. Ja, einfach ein Stückchen schicker. Anders könnte ich es nicht sagen. Das mit dem Controller kann ich nicht erwarten. Da muss ich einfach so. So, jetzt ist natürlich die Frage. Moment. So. Ja, gut, sehr gut. Ja, die werden jetzt natürlich auch immer aggressiver hier. Na, nochmal. Mir geht's gut. Wer braucht meine Hilfe? Ja, du selbst. Fahre nicht immer so doof. Aua. Ja, sorry. So. Aber so ist jetzt wenigstens ein bisschen flüssiges, ungenervtes Spielen möglich. Wäre ich das schon schade finden mit dem Controller. Oh gut, dann. Ich werde jetzt durch erstmal. Wer hat sie jetzt wieder erwischt? Mei. Mathilde. Was ist denn da los? Yeah, that.
werde hier warten, falls ihr mich braucht. Ich werde hier warten, falls ihr mich braucht. Bleibt, wo ihr seid. Ich werde hier warten, falls ihr mich braucht. Hinten bleiben. Ich halte euch den Rücken frei, Sir. Ich werde hier warten. Komme. Attacke! Schneller. Da ist der Attackebefehl. Hey. Dir geht's gut, ja? Du bist nicht in Ruhe. Schießt manchmal. So. Blutbäumchen? Mag mich. Da ist schon. Ja, aber es wirkte doch jetzt die ganze Zeit eigentlich so, als wären wir hier noch nie gewesen. Ja, alles schon. Oh, da sind viele. Ja, das ist ein bisschen ödlich, was die da machen. Zu langsam. Funktioniert ja ganz gut. Ich stehe euch. So, raus. Lass mich in Ruhe. Wir müssen mal einig sein, dass wir zuerst immer den bekämpfen werden, der mich angreift. Geht das? Also. Ui, fast 10.000 Gold. Check.
Okay, gib mir drüber. Der kann schneller senden, als ich zuschlagen kann. Der ist aber hartnäckig. So. Schauen wir mal. Das hieß, wir sollen wieder nach Kirkwall zurück. Seit seinem letzten Besuch hatte sich das Leben in der Stadt dramatisch verändert. Es war, als hätte sich das Höllentor geöffnet. Und nun musste der Barde den Mann finden, der den Schlüssel besaß, um es wieder verschließen zu können. Lass den Spaß beginnen. Das kann interessant werden. Die Hüfte ist hier nicht mehr. Das ist auch so ein Spaßvogel, nicht schnell genug wie hier. Polierte Knochen. Na dann. Okay. Hallo, Bo. Bo, was zum Teufel ist hier los? Irgendein Idiot hat den Ring des Nackellavi entweiht, indem er dort das Blut eines Tieres vergoss. Und nun verbreitet das Nackellavi Tod und Verwüstung. Idiot ist ja wohl ein bisschen streng. Nicht streng genug, wenn ihr mich fragt. Einigen wir uns darauf, dass wir uns hier nicht einig sind. Versteht ihr denn nicht? Das Nackellavi ist der Vorbote des Verderbens. Dieser Dummkopf hat uns alle ins Unglück gestürzt. Wir müssen sofort hier weg, wenn wir am Leben bleiben wollen. Einverstanden. Sagte Kelly nicht irgendetwas von einem Gebirgspass, der zum Turm führt? Oh, der Pass. Unpassierbar zu dieser Jahreszeit. Zu kalt. Wir könnten es durch die alten Wikingergräber unter den Bergen versuchen. Dort gibt es ohnehin etwas, das wir brauchen werden. Wikingergräber? Ich will ja nicht meckern, aber das klingt reichlich ungemütlich. Nein, vertraut mir. Was sollte denn schiefgehen? Boof! Sterbt bitte nicht, bevor ihr mir den Weg zu den Gräbern... ich meine natürlich, bevor ich euch Hilfe besorgt habe. Der Gebirgspass ist... ist... Oh. Na prima, krepiert mir der Blödmann einfach. Nicht sehr nett, jemandem auf dem Totenbett so etwas zu sagen. Entschuldigung. Etwas mehr Respekt bitte, ja? Ich versuche euch zu helfen. Mir bleibt nur noch begrenzte Kraft für eine begrenzte Anzahl Worte. Ich denke, das ist also nicht zu viel verlangt. Habe ich recht oder was? Die meisten Leute würden mir sicher recht geben. Danke für euer Verständnis. Also, der Gebirgspass ist... Das war wohl ein bisschen dramatisch. Wartet, ich bin noch nicht fertig.
kommt näher. Alles klar. Die letzten Worte des armen, dahinscheidenden Beauf werden wir wohl nie erfahren. Er bat mich, mein Knie von seinem Brustkorb zu nehmen. Ah. Und dann verriet er mir, wo der Gebirgspass liegt. Bin schon unterwegs. Hallo. Und? Schon gestorben? Fast. Na dann, viel Glück dabei. Der Barde machte sich auf zum Gebirgspass und überließ Beauf einem langsamen, qualvollen Tod. Wem fällt schon auf, dass ein Bo fehlt? Wir haben den Gebirgspass freigeschaltet. Sehr schön. So. Aber. Eine blöde Frage. Müssen wir den. Diesen Bauern. Zentauren. Zombie. Auch noch irgendwie erledigen? Ist das so noch Teil des Plans? Ich weiß das gerade nicht. Jetzt der Typ. Oh nein. Schreien denn die alle so? Vor allem, wo sind die alle? Hm. Okay, also, wir hören die Schreie der verdammten Seelen, deren Leben dahin gesiecht ist, gerafft wurde, gedingsbumst. Also, wir gehen jetzt. So. Nee, da will ich nicht hin. Hey, hallo? Ja, toll, jetzt habe ich einen Encounter hier. Das ist doof. Oh gut, gehen wir hin. Na komm. Jetzt sei nicht so. Könnt ihr mal aufhören, immer einen Heiler zu zerstören? Jetzt gehen? Ja, du lachst. Habt ihr nicht aufgepasst? Raus irgendwie irgendwo. Drückt, um das Gebiet zu verlassen. Mache ich sehr gerne. So, jetzt muss ich aber hier Gebirgspass. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab, hau ab. Geh weg. Ich will dich nicht. Oh. Hm. Der hat's ja auch noch drauf angelegt. Und jetzt? Bin ich aufgepasst? Oh, ausreichend. So, Männer, Frauen. Runde, vorwärts. Hi. So. Umständlich. Jetzt hat die große Mauer. Und so reiste der Barde in die trügerischen Berge, nicht wissend, welche Schrecken ihn zwischen den zerklüfteten Gipfeln erwarten würden. Habt ihr es noch melodramatischer? Hier oben ist es auch ohne eure Kommentare schon kalt genug. So,
Schapalchen. Gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.